Ja, moin Freunde, DirectX ist am Start mit einer neuen Folge X-Plane 11 und ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, ich habe die SE71 ausgepackt. Nicht ohne Grund, mir hat ein Abonnent geschrieben, ja, ob es nicht mal möglich ist, einen Flug von Düsseldorf nach Köln, also quasi so einen Kurzflug mit der SE71 zu machen. Grundsätzlich kein Problem. Ein Problem wird allerdings sein, kriege ich die Maschine dort gelandet, weil ja, die ist ein bisschen größer, die hat auch ein bisschen mehr Speed drauf und ja, ich glaube, die fühlt sich eigentlich auf Edwards Air Force Base, wovon ich mal ausgehe, dass die da stationiert aus ist. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber ich glaube, ich habe da noch richtig in Erinnerung. Da fühlt die sich wohler als hier auf Düsseldorfer Airport oder auf Köln-Bonner Airport. Ja, aber ich fand das Ganze ja, mal interessant auszuprobieren, ob ich die Maschine hier überhaupt gestartet bekomme und dort wieder gelandet bekomme, ist eine andere Sache. Was mir aufgefallen ist, Klappen. Hier funktioniert alles, aber ich habe keine Flaps quasi. Und da wird die erste Schwierigkeit drin liegen. Die Maschine braucht eine gewisse Geschwindigkeit, damit die keinen Strömungsabriss bekommt. Und ja, wir können keinen Landeanflug mit Mach 1 oder was machen. Deswegen könnte das auch ins Auge gehen. Aber wir starten einfach das Experiment und legen einfach los. Dann werden wir mal langsam die Triebwerke hochfahren, beziehungsweise ein bisschen Schub geben und lösen die Bremse. Und da setzen wir uns schon leicht in Bewegung. Wir gucken noch mal kurz ins Cockpit. Wie ihr sehen könnt, seht ihr nichts. Ist realistisch gehalten, also aus dem Cockpit kann man nicht gerade viel erkennen. Ups. So, ich muss mal was anders machen. Okay, jetzt habe ich auch wieder Steuerung. Mein Xbox-Controller ist auch noch dran. Und ja, da gibt es dann so einen leichten Konflikt. So, dann können wir wieder raus switchen und dann werden wir auch jetzt starten hier. Okay. So, dann würde ich sagen, zünden wir den Nachbrenner, damit wir auch hier abheben können. So, da kommt der Nachbrenner aber ganz gewaltig. Und ja, ich würde sagen, so ein bisschen weniger Schub ist ausreichend. Ja, nicht ganz, wir müssen mehr geben. Ihr seht, wir haben schon eine hohe Startgeschwindigkeit und die Landegeschwindigkeit wird nicht wesentlich geringer sein. Das wird auf keinen Fall einfach werden. Ich werde auch mal schauen, nicht ganz so hoch aufzusteigen. Nichtsdestotrotz muss ich aber auch erstmal schauen hier, wo wir Köln-Bonn haben. So, ich glaube, der ist das. Nee, nicht ganz. Der ist das aber. Jo, Köln-Bonn am Start. So, und dann werde ich jetzt mal einkreisen. Kann sein, dass wir, ja, mehrere Anläufe brauchen. Ich habe noch keine Ahnung. Ich hoffe nicht, aber das wird keine einfache Landung. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Landebahn ausreichen wird. Ich gehe einfach mal nicht davon aus, dass das so ohne weiteres machbar ist. Ich habe keinen Umkehrschub. Ich habe nur die reine Bremse und eigentlich hätte ich hier auch noch einen Bremsfallschirm. Den habe ich aber hier nicht zur Verfügung. Also wird das schon ein recht trickreiches Unterfangen. Davon gehe ich mal aus. So, wir müssen mal gucken. Unsere Maschine ist noch nicht so optimal ausgerichtet.
Problem wird auch sein, dass ich hier mit einem Strömungsabriss kämpfen werden müsste, glaube ich, weil, ja, sonst kommen wir einfach zu schnell dort an und das ist nicht so cool. Gerade beim Landeanflug, ich habe gar keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Wenn es nicht funktioniert, bin ich eine Erfahrung reicher, aber, ja, das wurde sich gewünscht und, ich bin genauso interessiert, ob das machbar ist oder nicht. Also probieren wir das Ganze einfach aus. So. Ja, jetzt müsste ich gut ausgerichtet sein. Wir fliegen geradewegs drauf zu. Ich blende das mal ein bisschen aus, die Map. Und ich kann bei den Wetterverhältnissen allerdings noch keinen Flughafen erkennen. Er ist auf jeden Fall ein imposantes Flugzeug, aber für den Luftraum völlig ungeeignet. Hat hier eigentlich auch nichts zu suchen. Okay. So, die... Wow, die Landebahn müsste eigentlich vor uns gleich auftauchen. Zumindest der Flughafen. Ja, ich habe das Gefühl, wir sind noch ein bisschen zu langsam unterwegs, aber anders ist das hier nicht machbar. Okay. Fahrwerk ist draußen. Ja, ich dachte, ich hätte den Flughafen gesehen. Habe ich wohl mich leicht verschätzt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss einfach noch mal gucken. Nein. Da oben fackelt auch ein Flugzeug. Hier diese Fluglage ist recht riskant. Ich will nicht riskieren, dass ich hier vom Himmel abstürze. So, wir fliegen gerade einen Bogen. Ich wollte eigentlich auch keinen direkten Kurs drauf zu, sondern so einen Ausweichkurs, den wir jetzt hier quasi haben. Wir haben auch noch eine andere Maschine hier um uns rumkreisen. Das ist wahrscheinlich die, die da oben gerade ihren Trail abgelassen hat, was aussieht wie, ja, als ob das da oben am Brennen ist. So, ich kann mir die Map einfach mal hier auflassen. So habe ich einen leichten Überblick und wir können den Flieger noch sehen. Wir gehen mal ins Cockpit. Ja, okay, ist alles recht spartanisch. Ist ja auch sehr alt. Da möchte ich mich jetzt aber auch nicht weiter aufhalten. Wir gucken mal lieber hier in die Außenansicht, weil, ja, da habe ich einfach mehr Überblick. Da sehe ich zumindest, was hier so um mich passiert und wie sich das Flugzeug verhält, weil das ist ein ganz kritisches Unterfangen hier. Da müssen wir schauen, wie das Ganze überhaupt funktionieren könnte. Jetzt gucke ich mal, ob das passt, wenn wir so einen Bogen fliegen wie jetzt. Hier müssen wir hin. Das wird nicht passen. Ich muss die Kurve enger ziehen. Natürlich nicht zu eng, sonst, ja, sonst bremsen wir auch automatisch zu stark ab und dann ja, werden wir diesen Flug hier nicht erfolgreich beenden können. So, dann haben wir hier quasi den direkten Schwenk auf den Flughafen. Ich bin mir aktuell nicht sicher. Ich sehe noch keine Landebahn und ich sehe auch noch gar nicht, ob wir richtig positioniert sind. Das sind ja eher Faxen, was ich jetzt hier gerade mache. mit Realismus hat das nicht viel zu tun. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Das ist einfach mal ein Ausprobieren.
ob sowas überhaupt machbar ist, so ohne weiteres. So, wo versteckt sich denn hier Köln-Bonn? Fliegt doch direkt drauf zu. Liegt der Flughafen hier irgendwie in irgendeinem Loch oder was ist los? Ah, okay. Da haben wir auch direkt die Landebahn. Das werde ich jetzt wohl nicht mehr schaffen. Habe ich so im Gefühl. Nee, werde ich auch nicht mehr schaffen. Das ist ein zu knappes Unterfangen. Wir müssen nochmal eine Ausweichrunde drehen. Wir nehmen allerdings die Landebahn, die jetzt gerade hier gekreuzt hat, unter uns. Ist ein bisschen sicherer, weil die ist auch ein bisschen länger. Die andere ist eher so für die einmotorigen Maschinen geeignet. Und wahrscheinlich auch dafür ausgelegt. Aber wir haben ja hier ein dickes Schiff am Start mit der S71 und da brauchen wir halt auch ein bisschen mehr Strecke zum Ausrollen. Ich darf hier nichts riskieren. Muss die Geschwindigkeit ein bisschen halten. Wird schon unruhig. Ich werde zu langsam. Boah, die macht aber auch einen Radau. Die Triebwerke, die blasen einem die Ohren weg. Ah, ganz knappe Geschichte hier. Das wird so nicht funktionieren, glaube ich. Ah, da müssen wir durchstarten. Nützt alles nichts. Ich glaube, die in Köln-Bonn würden Augen machen, wenn da eine S71 auf einmal zur Landung ansetzt. So, ich brauche irgendwie... Boah, Frosch im Hals. Ich brauche irgendwie hier auch die Map am Start. Komischerweise habe ich bei dem Flughafen das Problem, dass ich den sichtmäßig irgendwie überhaupt nicht mitbekomme, weil er hier irgendwie in so einem Loch liegt anscheinend. Da werde ich jetzt mal ein bisschen ausholen. Und dann mal kurz raus beschleunigen. Jetzt eine enge Kurve ziehen, möglichst nicht überziehen. Sehr, sehr schwierig. Ich glaube, der Güxel Simsek war, der die Idee hatte. Tolle Idee, muss ich ja sagen. Ey. Hast ja was Feines überlegt hier für so einen Flug. Aber ich versuche trotzdem. Ist auf jeden Fall mal eine interessante Maßnahme. Aber garantieren kann ich dir auch nicht, dass das hier funktionieren wird. Vor allen Dingen, ich sehe hier nichts. Ja, jetzt sehe ich den Flughafen, aber ich sehe hier keine Landebahn gerade. Boah, das kann ja was werden. Das kann was richtig Heiteres werden hier. Okay, ich bin aber am ganz anderen Ende hier vom Flughafen. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, Sprit haben wir noch genug in den Tanks, also kann das ruhig noch ein bisschen was dauern. Aber wir wollen das ja auch hier schaffen, ne? Also müssen wir auch hier eine richtige Position finden, um
die SR-71 gleich schön geschmeidig aufsetzen zu können und dann hoffentlich auch zum Stillstand zu bringen. Da ist nämlich meine größte Sorge, dass wir hier, den dicken Brummer nicht zum Stehen kriegen. Die Landung macht mir eher weniger Kopfschmerzen. Okay, ich bin schon wieder am Limit, ich merke das. Oh, schwierig, schwierig, ich habe gleich gar keine Kontrolle mehr und zwar jetzt, fuck, überzogen. Ja, ich kann nicht mehr kontrollieren, keine Kontrolle, so kann es gehen. Ja, die Maschine ist einfach, zu heftig, aber ich gebe nicht auf, wir machen das ganze Spiel jetzt nochmal umgekehrt, wird eine längere Folge. Und zwar werden wir das so handhaben, ich starte jetzt in Köln, weil Düsseldorf ist leichter für mich zu finden und dann denke ich, werden wir auch die Maschine aufsetzen können. Ich melde mich gleich zurück, sobald ich hier fertig bin mit Laden und gut, dann würde ich sagen, starten wir. Welche Richtung starten wir denn jetzt überhaupt? Ja, natürlich in die andere Richtung. Okay, wir werden starten und dann versuchen wir das Ganze nochmal. Wir werden dann 180-Grad-Kehre fliegen. Und dann werden wir mal schauen, ob wir das Baby hier nicht gelandet bekommen. Wovon ich mal stark ausgehe, dass das machbar ist. Und könnte nur scheitern hier an der Wegstrecke der Landebahn. Aber wir wollen nichts unversucht lassen und probieren das ganz normal nur in umgekehrter Streckenfolge. Beziehungsweise starten wir jetzt in Köln und landen dann in Düsseldorf. So, ich muss mal den Nachbrenner reinlegen. So, und da heben wir auch schon ab. Fahrwerk können wir reinfahren. Ah, die Triebwerke, die powern aber ganz schön. So, diesmal werde ich aber ein bisschen mehr auf Höhe gehen. Da werden wir ruhig ein bisschen steiler aufsteigen und ein bisschen schneller. Da werde ich mal ein bisschen Schub wegnehmen, dass wir nicht ganz zu schnell werden. Und dann werde ich jetzt hier eine kleine Wende fliegen, beziehungsweise eine Runde. Ein 180-Grad-Turn und dann müssten wir ungefähr so schon grob ausgerichtet sein. Wir gucken mal eben. Ja, wir müssen sogar ein bisschen mehr drehen. Mal eben schauen. Muss das Ganze natürlich im Auge behalten, sonst haben wir das gleiche Problem wie gerade, das war ruckzuck einen Strömungsabriss haben und keine Kontrolle mehr über den Jet. Zu niedrige Geschwindigkeiten mag die SR-71 natürlich nicht, die ist ja auch für höchste Geschwindigkeiten ausgelegt, dementsprechend in niedrigen Geschwindigkeiten verfügt die SR-71 natürlich nicht über den Auftrieb, den Cessna beispielsweise hat. Also muss man dementsprechend auch sehr vorsichtig sein. Aber wir werden uns jetzt hier anstrengen und bemühen, dass das Ganze funktionieren kann. So, und dann würde ich sagen, den Kurs haben wir schon mal ungefähr. Unter uns sehen wir auch, da haben wir den Köln-Bonner Flughafen. Und hier unten rechts, nicht zu übersehen. So, und dann werden wir jetzt auch einen relativ kurzen Flug haben. Tippe ich jetzt einfach mal. Ich werde noch ein bisschen korrigieren. So, und dann müssten wir eigentlich drauf zusteuern. Ich nehme ein bisschen Leistung weg. Schick mal die Karte an den unteren Bildrand und dann, da habe ich ein bisschen gezogen. Und dann halten wir jetzt mal ein bisschen Ausschau. Dürfte nicht mehr allzu weit sein. Eigentlich müsste ich den Flughafen auch schon sehen können. Ich flieg ja quasi praktisch drauf zu. Wir werden wahrscheinlich ungünstig hier gerade auf den Flughafen treffen.
Heißt, wir müssen wieder eine Kurve ziehen. Und ich muss Schub geben, sonst haben wir gleich dasselbe Problem und das wollen wir ja nicht. Ich guck mal eben, kann ich schon was sehen? Na, noch nicht so wirklich. Zumindest ist der Flughafen einfacher zu finden aus der Luft, beziehungsweise ein Sichtanflug, anstatt der Kölner. Der liegt nämlich so ein bisschen tiefer und den kann man leicht übersehen. Mir ist mal aufgefallen, mit offener Karte hier brechen die Frames irgendwie ein, warum auch immer, keine Ahnung. Da habe ich wieder dick aufgetragen. Ich sehe den Flughafen trotzdem nicht hier. Was ist hier los? Ich weiß nicht, ob wir schon in Dortmund sind. Wir müssen mal eben die Karte kontrollieren. Ja, voll vorbeigesäppt. Ne, welcher ist das denn hier? Und das ist Köln-Bonn, da sind wir los. Okay, habe ich jetzt hier irgendwas verpeilt? Ha! Essen-Mülheim, okay. Düsseldorf, haben wir doch da. So. Okay, dann ist die Orientierung nicht so schwierig. Hoffe ich. Im Notfall kann ich mich ein bisschen an den Autobahnen orientieren, wenn ich das hinkriege. Boah, hier habe ich schon wieder kräftig dran gezogen. Nicht gut. Jetzt kommt wieder instabil. Hier auch nicht gut. So, nochmal auf die Map geschaut. Okay, wir sind aber ziemlich übelst heftig schnell unterwegs. Okay, dann drehen wir mal ein vorsichtig. Fahrwerk kommt raus. Ich muss sagen, der Flieger ist eindeutig zu schnell. So, ich kann den Flughafen jetzt auch sehen. Links von uns ist er. Der ist eindeutig zu schnell und ich habe so eine Vorahnung, dass das Ganze hier nicht so unbedingt funktionieren wird. Ich versuche jetzt noch eine kleine Ausweich. Ja, Route hier zu nutzen und dann zur Landung anzusetzen, aber das wird ein recht schwieriges Unterfangen und dort müssen wir hin. Ich kann aber natürlich auch nicht so enge Kurven fliegen, sonst ja, haben wir wieder einen Strömungsabriss, außer ich muss hier Vollschub geben. Machen wir jetzt auch kurz und dann werde ich jetzt gleich links einschwenken. Ich nehme jetzt eigentlich ein bisschen Schwung mit den Nachbrennern und hoffe, dass ich jetzt hier halbwegs eine enge Kurve hinkriege. Ich darf nicht zu krass ziehen. Schwierig. Okay, ich sehe wieder nichts.
machen wir mal kurz Pause hier. Ich will nicht nochmal vorbeifliegen. Meine Güte, das Teil macht mich fertig. Das ist doch hier Mülheim. Okay. Hier haben wir doch Düsseldorf. Okay. So, Schwenk hat nicht ausgereicht. So, ich lasse mir mal eben die Map hier auf, sonst wird das nichts. So, jetzt werde ich nochmal kräftig dran ziehen, hoffen, dass wir nicht vorbeischwirren. Okay. So, jetzt werde ich in übelsten Sinkflug gehen. Wir übertreiben jetzt echt mal ein bisschen. Ja, okay, okay. Könnte eine Landung werden. Auch wenn es sehr, sehr heftig wird. So, ich muss mir die Kamera ein bisschen höher stellen. Okay, das war doch jetzt mal hier ein Sinkflug. Sowas habe ich auch noch nicht fabriziert. Okay, Triebwerksleistung ist ganz raus und ja, Touchdown, nein, 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 nein. Oh ja, doch, doch. Okay. Ja, okay, nicht machbar. Nee, das ist absolut nicht machbar. Wir ziehen wieder hoch. Mit der S71 wird das nichts. Ich habe gedacht, ja, es wird in irgendeiner Form möglich sein, aber ist nicht möglich. Dafür reicht die Piste einfach nicht aus, wie ich auch schon zu Anfang des Videos vermutet habe. Und ja, war auf jeden Fall mal eine nette Idee, nettes Experiment, ob das überhaupt machbar ist. Aber ja, wir haben gesehen, macht keinen Sinn, bringt nichts. Und aber ich bin gerade selber erstaunt, was für einen Sinkflug ich da gerade eingeleitet habe. Das war ja irgendwie der Hammer. So ja, direkt steil runter und direkt aufgesetzt. So muss das sein. Gut, dann würde ich sagen, Experiment missglückt. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt mir gerne Kommentare, falls ihr Tipps, Ideen oder vielleicht weitere Experimente auf Lager habt. Schreibt es mir ebenfalls in die Kommentare. Und wenn euch mein Kanal generell gefällt und meine Videos, dann lasst doch auch gerne kostenloses Abo da. Da freue ich mich immer mega drüber. Ansonsten würde ich sagen, bin ich jetzt raus und wir sehen uns eventuell beim nächsten Mal.